Hi, hi. Na? Ab dafür. Herzlichen Glückwunsch. Hi. Huch. Na, wer bist du denn? Andreas. Freut mich. Ich bin die Olga. Hallo. Alles Gute zum Geburtstag, mein Junge. Na? Ist das nicht was? Was denn? Ja, das? Ja, das. Du wärst heute ein Mann. Das wird geil. Du kannst dich mal so richtig austoben. Okay. Oh mein Gott, was für ein Albtraum. Eine Prostituierte. Das ist das schlimmste Geschenk, was mein Vater mir hätte je machen können. Ich muss jetzt einfach nur hier raus. Also, eigentlich möchte ich das nicht. Komm, Mann. Das ist der Hammer. Guck dir das Weibchen noch mal an. Ich meine, ganz herzlich zu dir. Hä? Okay. Du haust jetzt nicht ab. Komm mal her. Das wird richtig geil. Das sind, nee, Mann. Ja, ich geh da mal lieber, oder? Nee, du bleibst. Komm, jetzt mal. Komm her, Schatz. Stimmt so, ne? Hier hinsetzen, oder? Okay. Mich hier hinsetzen? Wenn der Junge nicht auf Frauen zugeht, dann saug ich eben dafür, dass er mal in eine flach legen kann. Hauptsache, er wird nicht schwul. Das wäre ja ein Albtraum. Was ist mit dir passiert? Hallo? Na? Ja, erst Gurten, dann Spurten. So viel Zeit muss sein. Eins Chlor? Sag mal, eine Stunde lang? Hast du der da so richtig so... Das ist bestimmt eine oder? Ja, Mann, geil. Dass du so lange durchhältst, weil ich bin so stolz auf dich. Ich habe echt schon gedacht, da oben rattert was verkehrt, ey. Können wir bitte einfach nach Hause fahren? Mama wartet bestimmt auch schon auf uns und hat Essen gemacht. Ach, du denkst immer nur ans Essen, meine Fresse, ey. Können wir bitte los jetzt? Ah, ja, Mann, ja, ist ja gut, beruhig dich. Ist das nicht der, der letzte Mal bei dir war? Guck mal, der beobachtet uns, der Spanner. Was ist das denn? Ey, du Spanner, wir brauchen hier keinen. Sei doch nicht so fies zu ihm. Der kann doch nichts dafür. Komm her. Ja, was willst du denn mit dem? Nein. Der bringt dir doch sowieso nichts. Hallo. Du brauchst keine Angst haben. Schön, dass du da bist. Alles gut? Ja. Ja? Geht's dir gut? Ja, natürlich. Ja. Das... Hm? Oh, ja. Willst du rein, oder? Okay. Hallo. Hallo. Und wie lange machst du das jetzt schon? Hier? Ja. Ich bin vor 6 Jahren aus der Ukraine gekommen. Eigentlich wollte ich Tänzerin werden. Okay. Nun habe ich den Wohnwagen schon seit 2 Jahren. Ja. Naja. Du, ich musste fürs Quatschen aber auch Geld berechnen, ne? Wenn mein Zuhälter Ronny das rauskriegt, dass ich hier nur am Rumlabern bin, der kann richtig brutal werden. Ja, okay, ich hab da natürlich auch Geld mitgebracht, weil zu Hause redet auch keiner mit mir. Also die, ich meinst mit dir, du das? Mit dir reden finde ich viel schöner zu Hause, die immer nur auf Stress und so. Und deswegen kann ich das natürlich verstehen, ne? Soll ich einfach hier hin? Okay. Das reicht, oder? Das reicht, ja. Ja. Ja, das finde ich ja schön. Ich habe das Gefühl, ich kann mit ihr über alles reden. Sie ist bestimmt so einfühlsam, weil sie selber so ein schreckliches Leben hatte. Der Typ ist so strange. Wie kann man nur so blöd sein und 100 Euro fürs Quatschen bezahlen? Naja, mir soll's recht sein. You said I was a piece of art. You decided to pay my heart. But you colored it gray. Then you put it in a frame. Hung it beside other hearts gray as mine. Juhu! Dein Schatz ist zu Hause. Na, Baby? Ja. Geht's dir gut? Ja, klar. Selbst? Ja, super. Ha? Wie geht's dir? Du bist aber stürmisch. Natürlich, kennst mich doch. Danke. Ja. Gut zu wissen. Ja, wie war der Tag? Das wollte ich dich auch fragen. Ging eigentlich so. Ja. Bei dir? Super. Oh, viel los? Ja, das Übliche. Gleiche Familienväter. Schon wieder? Männer, die ihre Frauen betrügen. Oh, Single-Männer. Ja. Du Schatz. Ha? Also, ich glaube, meine Füße tun mir auf jeden Fall nicht weh jetzt.
Versteh schon. Ich sag dir, noch ein bisschen Kleingeld. Nur noch ein bisschen Kohle zur Seite schaffen. Dann Zwischenwerb. Wir zwischen ab nach Thailand, haben unsere eigene Bude. Mach eine schöne Kneipe auf. Dann brauchst du dich nicht mehr von solchen billigen Typen begrapschen lassen. Klingt nach einem Traum. Dann sind nur noch wir beide da. Ronny ist mein absoluter Traummann. Ja, der ist süß zu mir, kümmert sich um mich. Ja, und dass er noch andere Frauen hat, für sich arbeiten lässt, das interessiert mich gar nicht. Er liebt nur mich. Was ist los? Was denkst du? Gestern war so ein Vollspinner da mit seinem Vater. Der kam heute schon wieder, kurioserweise, und der wollte nicht vögeln. Sondern? Der kam einfach nur zum Quatschen. Hallo, das ist doch Arbeitszeit. Ja, aber er wollte nicht vögeln, ob du es glaubst oder nicht. Hat er dich denn bezahlt, oder was? Er hat mich bezahlt. Auch noch? Nur fürs Quatschen? Fürs Quatschen. Was ist das denn für eine Pfeife? Oh Mann. Apropos, wie viel hast du eigentlich verdient heute? Oh, war relativ gut heute. Hier, halt mal bitte, Schatz. Ja, klar. Oha. Olga ist einfach mein bestes Pferd im Stall. Aber kein Wunder, sie verdient am meisten Kohle und ist einfach eine Granate im Bett. Und das ist also der böse und brutale Zuhälter von Olga. Sieht mir eher nach einer ganz netten und ganz stabilen Partnerschaft aus, die die beiden da haben. I'm laying down to compile it. Oh no, I see you only when you're ballin'. Oh no, I don't even care to die. I see you in a while, cause this time I will choose you. Und eine 6. Juhu! I'll choose. You know exactly how to look like this. Holding in a bag full of goods and needs, I need a night like this. Knowing it's a risk, cause you're using it. You've got all your secrets. I can seem to move with this thing. Pulling me out and I'm right back on the sideline where you wanna be. Hallo, Olga. Hi. Eigentlich schon wehrfertig, oder? Nee, ich wollte eigentlich verlängern. Sorry. Also, hallo. Ich meine Lichterkette reparieren. Hier, ich hab von Technik gar keine Ahnung. Okay. Hast du Batterien oder so? Ah, okay. Da gibt's verschiedene Größen, habe ich mal im Supermarkt gesehen. Ich weiß nicht, ob du da auch die richtigen da hast. Dankeschön. Ja, ist auch echt schwer. Ich habe auch echt 4 Jahre ausgenommen. Also, jetzt müsste es eigentlich, wenn ich jetzt hier ist, eigentlich. Musst du nochmal an? Ja, man siehst du. Ja. Öfter wieder. Danke. Bitteschön. Das klappt doch jetzt, Dankeschön. Ne? Ciao. Ciao. Der Typ glaubt doch echt an die große Liebe. Den Zahn wird Ronny ihn heute Abend schon noch ziehen. Ja. Oh. Na? Schon wieder ein Ding gezogen da drin? Ja. Aber langsam muss der Beutel doch mal leer sein, oder nicht? Geil, aber ey, das hätte ich mir denken können, dass du dich wieder hier rumtreibst. Ja. Sag mal, aber dass du deine ganzen Ersparnisse für diese kleine Bitch da drin auf den Kopf haust, hätte ich nicht gedacht, ey. Hallo? Ganz ehrlich, das muss ja ein geiler Feger sein. Soll ich mich da mal drüber legen? Oder? Hallo? Geht's doch? Olga ist doch keine Nutte. Nee, Kleopatra, mein Name ist Hase. Was ist denn mit dir los? Und außerdem, ey? Was ist denn mit Mama? Hast du nicht gesagt, du holst dir bei anderen Frauen nur Appetit und zu Hause isst du? Lalalala, sag mal, du träumst und du bist so ein Traumtänzer, glaubst doch an den Osterhasen oder was? Mama und ich sind seit 20 Jahren zusammen und dass da mal die Luft raus ist. Ich meine, das erklärt sich doch wohl von selber, oder nicht, hä? Du betrügst Mama? Oh. Was denn? Alter, du Scheißkopf, Alter! Für Olga gehe ich bis ans Ende der Welt. Und was ist mein Vater bitte für ein widerliches Schwein, dass er sich an meiner Freundin vergreifen will und meine Mutter betrügt? Puh, viel Chaos bei Andreas. Er ist zum ersten Mal verliebt und gleichzeitig erfährt er, dass sein Vater seine Mutter betrügt. Es macht ihn sehr wütend, was man sieht an seiner Reaktion, dass er seinem Vater eine Ohrfeige gibt. Gleichzeitig schafft er es aber zum ersten Mal, klar Grenzen zu setzen.
Hallo Mama. Gott sei Dank, mein Sohn. Sag mal, wo warst du die ganze Nacht? Und was ist mit deinem Auge passiert? Mama, mein Auge ist jetzt nicht so wild, ehrlich gesagt. Ich wollte wegen was anderem Wichtigen mit dir sprechen. Was? Ich will's gar nicht. Was ist passiert? Ich glaube, ich will's gar nicht wissen. Na gut. Erzähl. Also, ich brauche 30.000 Euro von dir. Wie, was? 30.000 Euro? Ich habe mich... Brauchst du 30.000 Euro? Ich habe mich verliebt und dafür brauche ich die 30.000 Euro. Ja, wenn man sich verliebt, braucht man 30.000 Euro? Verstehe ich nicht. Verstehe ich überhaupt nicht. Aber ich kann es dir leider auch nicht erklären. Ich kann es dir nicht genau erklären, auf jeden Fall, weil ich möchte dich damit nicht in Gefahr bringen. Verstehst du? Ich verstehe nur im Bahnhof. Wie, du willst mich nicht in Gefahr bringen? Verstehe ich nicht. Pass mal auf. Entweder sagst du mir jetzt die volle Wahrheit oder aber du kriegst auch kein Geld. Verstehe ich nicht, willst mich nicht in Gefahr bringen. Okay, pass auf. Aus. Ja, okay. Also an meinem 18. Geburtstag hat mir Papa eine Nacht mit einer Prostituierten geschenkt. Und ich brauche die 30.000 Euro, weil ich mich in sie verliebt habe und ich sie mir freikaufen möchte. Jetzt nochmal, dein Vater hat dich zu einer Prostituierten gebracht. Hier seid ihr. Hey. Du hast mir gerade noch gefehlt, mein Freund. Du kommst genau richtig. Was ist los? Ist das die Vorstellung von Erziehung? Liebe und Respekt, deinen Sohn zu einer Prostituierten zu bringen? Hä? Sag mal, geht's noch? Was bist du eigentlich für eine bescheuerte Petze, Mann? Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Wie Petze? Ja, Petze. Du bist unglaublich einfach. Mann, jeder Mann muss doch mal Dampf ablassen können, oder? Ah, du auch etwa? Na? Gehst du auch dahin, zu so einer Frau? Quatsch mit Soße, Mann. Ich hab dich nicht betrogen, werde dich auch nie betrügen. Mann, ich hab das gemacht, um dir zu helfen. Pass mal auf, mein Sohn, er will 30.000 Euro haben, um diese Frau irgendwo auszukaufen. Ist April oder was? Willst du mich verarschen? Nee, ich will dich nicht verarschen. Kannst du ihn mal fragen? Schön, hast du das gemacht. Ganz toll. Ja, super. Ganz toll. Du willst diese kleine Nutte freikaufen mit 30.000 Euro, oder? Olga ist keine Nutte. Sie ist meine Freundin. Ich liebe sie und sie liebt mich. Ja, Mann. Ich werde sie freikaufen, ich werde sie heiraten. Aber du hast ja von wahrer Liebe gar keine Ahnung. Oha, das sagt nur weil du zu Prostituierten gehst, um mit ihr Sex zu haben, heißt es doch lange nicht, dass ich das du mache. Du auch dahin zu so einer Prostituierten. Mach ich nicht. Schämst du dich nicht? Ich hab schon immer wieder gewusst. Mir steht's bis hier, mein Freund. Ich wollte nicht, dass meine Mutter so erfährt, was mein Vater für ein Arschloch ist. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist Olga und ich muss unbedingt irgendwie an das Geld kommen.